Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ja, und mal wieder kein Spiel, sondern mal wieder was anderes. Beziehungsweise wieder mal Karten. Ja, ich räume gerade hier nur ein bisschen auf, kurz mal schnell, damit ich hier Platz habe. Ich muss das Zeug mal irgendwo hinpacken, wo es mich nicht stört. Wäre, glaube ich, mal eine angebrachte Sache. Drachenleuchten, das ewige Anfangen. Den Code muss ich noch einlösen. Auf jeden Fall, das sind die Texte. Auf jeden Fall habe ich wieder aus dem Set halt nicht. Übrigens habe ich das Zeug heißt Set, habe ich wieder ein Themendeck aus dem Set ewige Anfangen. Und zwar ist das diesmal das Themendeck Steinernes Herz. Sieht schon mit Regirock vorne. Na, auf jeden Fall. Wir machen es kurz und schmerzlos. Hier hinten ist wieder die Liste wieder drauf. Regirock, hier ist Viridium. Und hier. Keine Ahnung, wie das heißt. Die Entwicklung von Vatribi, keine Ahnung, ich komme jetzt nicht drauf. Wir machen es einfach mal kurz und schmerzlos auf. Komm schon, geh nicht kaputt, geh nicht kaputt. Die Verpackung will nicht aufgehen. So, holen wir es raus. Ja, im Grunde brauche ich eigentlich nicht zu zeigen, was alles drin ist, weil inzwischen weiß man es doch. Das ist jetzt das dritte Mal. Also, wer es jetzt noch nicht weiß, der keine Ahnung. Zack. Ein Spielmatte oder Spielbrett, oder so, je nachdem. Schadensmarken, Regel, neues Regelwerk besser gesagt, spezielle Regeln, ne? So ewiger Anfang, die Münze, und zwar haben wir hier, ui, hier haben wir wieder Rayquaza, nett. Ja, Rayquaza. Diesmal wieder ohne Fehler, muss ich sagen. Diesmal wieder ohne Fehler. Größtenteils. Ich habe jetzt drei davon. Ich räume gleich mal hier auf. Nebenbei. Weil jetzt geht das Ganze hier ein bisschen flotter von der Bühne. Zack. Regelwerk noch drauf. So. Münzen drauf. So. So, ansonsten haben wir den Online-Code. Und die spezielle Karte aus dem Themendeck. Das ist Regirock. Auch eine sehr coole Karte. So und so sieht dann halt quasi diese Box aus von wo die Karten halt drin sind. Da hat man Regirock vorne drauf. Ich glaube auch wir haben. Ich muss gerade kurz gucken. Nee, das ist nur Regirock. Ich dachte, da ist mehr drauf, aber hier ist nur Regirock drauf. Okay, mach mal auf. Ja, habe ich Probleme, die Boxen aufzumachen? Das gibt's doch nicht. Komm her. Na bitte. Ich will das nicht kaputt machen. Um einfach schnell zeigen, was drin ist und fertig. Weil, warum soll ich groß was erklären, wenn ich überhaupt so keine Ahnung habe, sozusagen. So, und beinhaltet auf jeden Fall eine Kampfenergie.
Ich hoffe, man sieht überhaupt alles ganz gut. Eine Kampfenergie. Noch eine Kampfenergie, noch eine Kampfenergie, Kampfenergie. Hornweise, jetzt habe ich sie da. Hornweise. In diesem Full Art Gedöns. Kartengedöns. Porygon. Ja, normales Porygon. Pflanzenenergie. Tyrno. Madribi. Kampfenergie. Ein Weberack. Ein heilender Schal. Eine Pflanzenenergie. Ein Porygon 2. Mal kurz gucken. Ja, da brauche ich Porygon, oder? Brauche ich Porygon? Da brauche ich Porygon, um ihn zu entwickeln. Okay. Myrapla. Giflor. Cool. Eine Pflanzenenergie. Eine Levelball. Ein Levelball. Ein Brief vom Professor. Eine Pflanzenenergie. Eine Regirock. Ein Porygon. Ein Ast-Trainer. Eine Ast-Trainer-Karte. Ein Duflor. Pflanzenenergie. Ein Ariados. Ein Viridium. Viridium. Genau. Ein Heiko. Ein Heiko. Eine Pflanzenenergie. Ein Myrapla. Ein Wadribi. Kampfenergie. Weberack. Tyrno. Pflanzenenergie. Tausch. Porygon. Pflanzenenergie. Brief vom Professor. Porygon 2. Pflanzenenergie. Duflor. Trank. Pflanzenenergie. Ariados. Myrapla. Pflanzenenergie. Pokémon Fanclub. Pokémon Center Dame. Weberack. Pflanzenenergie. Porygon. Porygon? Ein Glückshelm. Ein Kampfenergie. Ein Myrapla. Ein Pflanzenenergie. Duflor, Pflanzenenergie und Wadribi. Oh. Was ich ein bisschen schade finde, sind, dass in den Themendecks meistens keine Ex-Karten drin sind. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so wild. So, wir tun es wieder rein. Plupp. Einfach plupp machen. Und die Karte auch wieder hier rein. So. Rein damit. Zu. Und dann war es das auch hier schon wieder mit dem Unboxing. Ciao.